Salut, bienvenue bei einem Special hors série von Fit für Franze, jetzt auch als Podcast der Franze Prof, einfach nur zum entspannten Zuhören. Ich bin Christian und unser Thema heute ist, was machen gute Schülerinnen und Schüler beim Französischlernen eigentlich besser und anders? In dieser Folge zeige ich dir eine Methode, die dir hilft, deine Note garantiert zu verbessern, egal wie lange du schon Französisch lernst. Bist du neugierig, mehr zu erfahren? Allons-y, los geht's! Französisch ist eine richtig schwere Sprache. Das höre ich immer wieder von meinen Schülerinnen und Schülern und ich bin mir fast sicher, du stimmst dieser Einschätzung sicher auch zu. Aber sehr viele Follower unseres YouTube-Kanals Fit für Franze, den wir nun seit 2 Jahren betreiben, schreiben uns immer wieder, wie sehr ihnen doch unsere Tutorials geholfen haben, ihre Note in Franze echt verbessert zu haben. Und das finde ich persönlich immer richtig toll. Da freue ich mich riesig. Und das gibt mir auch die Motivation, hier weiterzumachen und meine Tipps aus der Nachhilfepraxis mit euch zu teilen. Ich selbst halte nämlich dann oft dagegen, Französisch ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man einmal die wichtigsten Regeln begriffen hat und wenn man systematisch an das Lernen dieser Fremdsprache rangeht. Das Motto meiner Strategie ist nämlich durch Ordnen lernen. Besonders bewährt als Methode hat sich hier die Lernmappe oder auch das Lerntagebuch. Nenn es, wie du es möchtest. In eine solche Lernmappe schreibst du zu einer Lektion oder zu einem Thema, das ihr gerade behandelt, Beispielsätze und einen strukturierten Wortschatz. Der Vorteil einer solchen Lernmappe ist, du kannst sie jederzeit beginnen, auch wenn du vielleicht schon im 3. oder 4. Lernjahr Französisch bist, so wie die meisten Schüler und Schülerinnen, die in den letzten Jahren zu unserer Nachhilfe gekommen sind. Selbst in der Oberstufe solltest du zu jedem Thema Inhalte in eine solche Lernmappe schreiben. Der Vorteil ist, du kannst diese Mappe stetig ergänzen, je nach deinem Lernfortschritt. Diese Mappe stellt deinen Lernstoff kurz und knapp auf das Wesentliche reduziert dar und du kannst anhand der Mappe eben effektiv und konzentriert lernen. Diese Lernmappe ist sozusagen dein Werkzeugkasten, in dem nur das Werkzeug liegt, das du wirklich brauchst, kein unnötiger Schrott. Und dieses Werkzeug ist selbstverständlich auch für andere Fremdsprachen anwendbar und du kannst das genau so machen, wenn du Englisch lernst oder wenn du jetzt in der Schule Spanisch lernst, ja, wenn du vielleicht sogar mal Lust hast, ich sage einfach mal Schwedisch zu lernen, weil du da gerne im Urlaub hinfährst, in jeder lebenden Fremdsprache sind folgende Aspekte wichtig. Erstens der Themenwortschatz. Erinnere dich, in jeder Lektion deines Buchs steht immer ein bestimmtes Thema im Vordergrund. Ma famille et moi, meine Familie und ich, oder au collège, im Collège, mes hobbies, meine Hobbys. Was bedeutet jetzt aber dabei durch Ordnen lernen? Es hilft dir gar nichts, wenn du einen Wortschatz einfach nur unstrukturiert untereinander schreibst. Du könntest stattdessen Wortpaare bilden, indem du zu jedem Wort ein Partnerwort suchst. Das kann das Gegenteil sein. Le père, la mère, le frère, la sœur. Oder eben auch ein Wort aus der gleichen Familie. La France, le français. Oder ein Wort mit einer ähnlichen Bedeutung. Mon copain, mon ami. Wie man richtig und effektiv Vokabeln lernt, das haben wir dir ja bereits in einem anderen unserer Tutorials gezeigt. Doch noch besser kannst du dir einen Wortschatz einprägen, wenn du Wörter und Ausdrücke in einem Wortnetz anordnest. Das Thema kommt in die Mitte, les vacances, die Ferien. Dann bestimmst du Oberbegriffe, les moyens de transport, la mer und andere Begriffe ordnest du dann diesen Oberbegriffen zu. Le train und davon abgeleitet, aller en train. Oder bei la plage, nager, das passt aber auch wieder zu la piscine. Wenn dir jetzt noch ein Begriff fehlt, jouer au beach volley meinetwegen, kannst du das Wort nachschlagen und passend eintragen. Verwende Farben, zeichne Bilder, gestalte dir deine Mindmap, so wie sie dir gefällt. Keine Angst, es ist nie zu spät, so einen Themenwortschatz in Form einer Mindmap anzufangen. Selbst in der Oberstufe kannst du zu jedem Thema so ein Wortnetz bilden. Was gehört weiterhin auch noch in eine solche Lernmappe? Les mots pour le dire. Les mots pour le dire, was ist das? Wörtlich heißt das Wörter, um was zu sagen. Das sind typische Redewendungen, die man in einem bestimmten Zusammenhang braucht. Dafür gibt es in deinen Lektionen immer den On-Dit-Kasten. On-Dit heißt, man sagt. Wie verabredet man sich zum Beispiel auf Französisch? Qu'est-ce que tu fais ce week-end?
On peut aller en ville et faire du shopping. Ah, très bonne idée. Oder bof, ça ne m'intéresse pas trop. Diese typischen Redewendungen helfen dir, kurze mündliche Szenen darzustellen oder in Schreibaufgaben Dialoge zu verfassen. Sie sind auf jeden Fall sehr wichtig für deinen aktiven Spracherwerb und diese Redewendungen, die solltest du wirklich gut lernen. Das wird nämlich halt sehr oft vergessen. Aber mit einer solchen Lernmappe denkst du auf jeden Fall dran und hast die Wendungen schön thematisch geordnet, stets parat. Und warum sollst du dies eigentlich selbst aufschreiben? Du wirst mir jetzt sagen, na gut, der On-Dit-Kasten, der steht ja in meinem Buch. Weil man Französisch schreiben wirklich nur durch eigenes Schreiben lernt. Ich erzähle dir da sicher nichts Neues, denn die Schriftsprache, die weicht eben sehr stark von der gesprochenen Sprache ab. Man kann eben sehr schnell Fehler machen und durch Ablesen kann man eine Sprache nicht lernen. Man muss sie auch wirklich schreiben. Wichtig ist sogar, schwierige Wörter mehrfach aufzuschreiben und vor allem dann auch regelmäßig zu wiederholen. Es macht dir einen Trost sein, selbst die Franzosen machen sehr, sehr viele Fehler und auch ich selbst bin davon nicht verschont. Mit diesem Thema eng verwandt sind dann drittens les mots en contexte, die Wörter im Kontext. Damit merkst du dir, wie du bestimmte Wörter im Französischen richtig verwendest. Ein Beispiel, jouer heißt spielen, aber es ist eben großer Unterschied, ob es dabei um Sport geht oder um ein Instrument. Maxime joue au foot. Jouer à un jeu. Aber Amélie joue du piano. Klavier spielen. Jouer d'un instrument. Es ist also wichtig, das Verb jouer nicht einfach nur so zu notieren, sondern immer in seinen verschiedenen Kontexten. Du solltest auch möglichst ganze Sätze aufschreiben. Zum Beispiel, wenn du das Verb faire lernst, faire les devoirs oder faire les courses heißt einkaufen gehen. Amélie fait les courses au supermarché. Und jetzt hast du sofort dieses Bild vor Augen, wie die Amélie mit ihrem Einkaufskorb losfährt. Faire les courses, einkaufen gehen. Ja, und jetzt pour terminer, das leidigste Thema, viertens die Grammatik. Auch die gehört in eine solche Lernmappe, aber keine Angst, du brauchst jetzt nicht eine ganze Grammatik aufschreiben. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du dir die wichtigsten Sachen einfach mal aufschreibst, die du oft falsch machst. Das können zum Beispiel unregelmäßige Verben sein, von denen du dir die Formen einfach mal aufschreibst. Oder du schreibst dir gewisse Regeln zur Wortstellung auf. Zum Beispiel, wie bildet man einen Satz mit einem reflexiven Verb? Emilie se réveille. Emilie va se réveiller. Emilie s'est réveillée. Emilie ne s'est pas réveillée. Und du kennzeichnest die Besonderheiten, die hier schwierig sein könnten. Du wirst mit der Zeit merken, das hilft dir ungemein und du kannst immer schnell nachschlagen, wie das entsprechend richtig geht. Wenn du erst ganz am Anfang bist, Französisch zu lernen, dann macht es sogar Sinn, wenn du dir einfach mal von einem Lernverb alle Formen aufschreibst. Das hilft auf jeden Fall. Der Vorteil von so einer Lernmappe ist eben, dass sie mit der Zeit wächst und wenn du eine neue Zeitform kennenlernst zum Beispiel, dann kannst du einfach deine Tabelle ergänzen. Wichtig ist halt, dass du diese Lernmappe immer wieder regelmäßig hervorholst und dir eine Seite einfach darin anschaust, denn nur durch Wiederholen lernt man richtig. Nur so wandert der Stoff vom Kurzzeitgedächtnis wirklich ins Langzeitgedächtnis. Jeden Tag 5 Minuten lernen bringt mehr, glaub mir, als sich alle 4 Wochen, was weiß ich, ein halbes Lehrbuch reinzuziehen. Ja, und diese Lernmappe, wie gesagt, egal ob du die jetzt nun auf Papier in einem Ringbuch führst, wo du auch immer Seiten zuheften kannst oder Seiten rausnehmen kannst oder ob du die entsprechend digital führst, die kannst du jederzeit beginnen. Na, also selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Thema habt wie Les Pays Francophones, notierst du dir einfach den relevanten Wortschatz, typische Redewendungen und Beispielsätze, die du so in deiner nächsten Arbeit verwenden kannst. Vielleicht noch ein paar Merksätze zur neuen Grammatik dazu. Ich verspreche dir, mit dieser Technik verbesserst du ganz deutlich deine Note. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Tipp mit der Lernmappe umsetzen möchtest. Vielleicht hast du aber auch selbst Ideen, wie du am besten lernst. Poste doch deine Vorschläge gern mal in den Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Hören und freue mich auf dich hier wieder auf diesem Kanal und in diesem Podcast. Und denk an dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt bei Fit für Franze.